Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalorate und ich begrüße euch zur vierten Episode von Fallout Shelter. Ja, ich starte mal wieder aus dem Hauptmenü raus, denn direkt im Spiel zu starten, da könnte öfter mal ein bisschen was passieren, wo ich nicht einfach drüber quatschen will. Da warten wir lieber die paar Sekunden, bis er die Laden hat. Ich nehme an, dass ich gleich mit Babys überfallen werde. Und da jetzt nämlich schon mal los. Und zwar haben Rose Myers und Louis Hill, haben die Margaret Hill zusammengebaut. So, und das ist ein Mädchen und ich möchte nicht, dass das Mädchen mit dem Louis irgendwann mal in der Baracke rumtanzt und shakert. Deswegen hätte ich jetzt den Nachnamen Hill vergeben, aber das hat das Programm schon erledigt. Alles gut, so. Schnell mal upgraden oder abgreifen vielmehr. Und hier jetzt auch weiter. Und guck mal, da ist er, die Kleine. 3 Stunden. Dann ist er ein Erwachsener. Oder eine Erwachsene. Mit diesen Werten. Und das müssten eigentlich noch mehr. Ja, da geht's gleich weiter. So, auch wieder Hill, Hill, Victoria. Alles gut. Nehmen wir. Brauchst du eine Krankenstation? Kann dein Fall Stimpaks produzieren und verletzte Bewohner heilen. Sehr schön. Ein Baby zur Welt bringen, wo einen Auftrag. Haben wir auch erledigt. Gut, und er ist nun, so wie es aussieht, fertig. Oder nee, wir hatten ja, glaube ich. Ja, müssen erstmal hier drum kümmern. Gebt dem Baby einen Namen. Einem Mary. Das sind ja alles Beute. Louis macht nur Beute. Nur Mädchen. So, ein Stufenaufstieg. Noch einer. Noch einer. Und noch einer. Dann komm doch mal mit. Naja, die Mädels, die nun alle entbunden haben, so will ich es mal sagen, die sind ja auch wieder alle frei. Das heißt, der Herr Hill kann ganz schön zulegen. So, ist ein Kerl, den möchte ich nicht, dass er am Ende mit Mutti, also kriegt er Pratt. Das stimmt nicht immer überein. Also diese, das, was ich mir ausdenke, weil ich möchte so Inzest ein bisschen vermeiden. Inzest ist auch von dem Spiel so nicht unterstützt. Das heißt, wenn ich Mama und einen Sohn oder Papa und eine Tochter in die Backen stecke, dann werden die auch nicht miteinander kopulieren. Das wird nicht funktionieren. So, Anne Duncan. Und sie stehen bereit. Was kann sie? Wo hatte ich sie denn her? Kann sie es? Wo war er her? Ihn hatte ich aus P, so wie es aussieht. Aus P haben wir, Leute. Ja, dann gehst du einfach hierher. Weil ich im ersten Raum so wenig wie möglich schwangere Frauen haben möchte. Das war ja der Plan, wenn ihr euch erinnert. Gut, die beiden. Oh. Funkt noch nicht, aber jetzt legt er los. Noch wunderbarer könnte mein Kind gar nicht sein. Ja, Louis und Anne. Ihr macht das schon irgendwie. So, und wir werden einfach mal ein bisschen vorsorgen. Wieder ein Auftrag erledigt. Gucken wir mal, welche Aufträge wir nun haben. Zufriedenheit erhöhen ist kein Ding, passiert automatisch. 5 Bewohner mit einem Outfit ausrüsten kann man schaffen. Und das Ding ist ja, haben wir letztes Mal schon diskutiert. Jo, dann haben wir das halt erstmal erledigt. So, und jetzt sind die beiden Wiederkehrer, ne? Oh, nee. Nee, sind sie nicht. Christine ist gefallen, hat allerdings 2 Sachen gefunden. Und wir können sie für 177 Credits reanimieren. Und das machen wir auch gleich. Da ist sie wieder, hat jetzt halbe Lebensenergie. Und ich würde einfach mal sagen, ich rufe sie zurück. Achso, das waren ja 2. Nochmal. Was ist hier mit Edward? Edward lebt noch, hat auch ein paar schöne Sachen gefunden. Und den holen wir uns auch zurück. Er bringt 250 Credits mit oder Kronkorken und sie bringt 186 mit. Okay. Ja, und ihr habt sie gesehen, jeder, der hier stirbt in diesem Spiel, egal ob im Wasteland, im Ödland oder hier direkt im Bunker, die können wir alle wiederbeleben. Bloß wir sind ja geizig und das wollen wir nicht. Und noch was anderes hier, zu diesem Rückweg, hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, dass das immer die Hälfte der Zeit sein wird, die der Bewohner unterwegs war. Also sie war nun 2 Stunden 28 draußen und braucht 1 Stunde 14 und zurück. Und auf dem Rückweg ist es immer so, dass der Rückweg völlig ohne Gefahren ist. Das heißt, sie wird jetzt nicht auf Gegner treffen. Sie wird praktisch, selbst wenn sie jetzt die Lebensenergie hier von 2-3 Pixeln hätte, hätte sie keine Probleme nach Hause zu kommen. Gilt natürlich auch für ihn und für alle anderen, die wir irgendwann mal losschicken.
So, die beiden sind praktisch neu und unbefleckt. Viel Glück und ein bisschen P. Und was kann er? Er kann eigentlich nichts richtig. Aber das macht ja nichts. Das ist ja mit den meisten hier so. Zack. Dann würde ich. Oh, guck mal hier. Die verbrauchen so viel Wasser, dass dieser Strich schon fast rechts ist. Also wir müssen an der Wasserversorgung feiern. Das heißt, ich nehme hier diesen Felsen weg, greife mir den Hammer, die Wasserbearbeitung und vergrößere es. So, wie war es bei euch mit P? Er hat zwei. Die kannst du auch gleich einsetzen. Und du hast zwei. Hier ist so hoch. Hier in der Wasserbearbeitung. Ja, das war vielleicht ein bisschen übermütig, gleich die ganzen Frauen hier oben, ja, sozusagen in einer Warteschlange aufzureihen von dem Louis. Ah ja, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen hier mit dem Wasser. Und wenn nicht, dann grinden wir ein kleines bisschen herum. So, und wir haben zwei neue Räume, zwei wichtige neue Räume. Die Krankenstation, um Stimpaks, sprich Medipacks, zu produzieren. Und das Forschungslabor, um Radaway zu bauen. Radaway brauchen wir, wenn die Bewohner verstrahlt sind. Und das Ding hier, na klar, Lebensenergie, das dürfte ja einigermaßen einleuchten. Gut. Aber das würde ich ganz gerne auch ein bisschen in die Erde rammen. Das heißt, ein Aufzug und einen zweiten. Da ist die Kohle schon wieder fast am Ende. Denn hier hätte ich ganz gerne einen Lagerraum. Oder sollte ich die Baracken? Sollte ich jetzt mit den Baracken hier unten anfangen? Baracken, dann Lagerraum, dann Forschungsstation und Co. Nee, wa? Machen wir Lagerraum. Lagerraum brauchen wir zwar jetzt nicht. Also noch nicht dringend, den werden wir auf jeden Fall brauchen. Und zwar, wenn unsere Ödlanderkunde ein bisschen länger draußen sind und dann mit vollen Taschen zurückkommen, dann reichen diese 10 Slots ja nicht, die wir hier haben. Oder jetzt sind es ja 20 durch den Lagerraum. Um noch zwei Waffen zu verteilen, das ist alles. Den lassen wir erstmal und vor allen Dingen, einen Lagerraum kann man auch ganz gut benutzen. Da muss nicht ständig einer drin sein. Also es verändert nichts an der Lagerhaltung, wenn hier eine Person drin ist. Aber die kann man ganz gut benutzen, wenn man dann irgendwann anfängt, mit seinen Leuten so rumzusortieren. Gerade wenn man dann irgendwann die Trainingsräume hat. Und man will ja auch nicht Leute, wenn man neue Leute hat, will man die ja auch nicht hier oben drinne haben. Zum einen kann man hier bloß zwei Leute ja, reinpacken, reinstellen, ablegen. Und zum anderen ist das ja der Eingangsbereich. Und der ist ja auch nicht ohne Gefahren, da wir auch ab und zu mal angegriffen werden. Wird auch irgendwann passieren, würdet ihr sehen. So, denn das, was wir am meisten jetzt brauchen, ist Geld und Wasser. Na, dann. Vielleicht lässt sich das eine ja mit dem anderen verdienen. Einmal gut, damit sind wir wieder in einem optimalen Bereich. Weil meine Leute müssen da jetzt so ein kleines bisschen an Verstrahlung gelitten haben. Das war noch nicht krass genug. Ah, Luis hat ihn gefunden. Hast du eine Karte? Ich verliere mich in deinen Augen. Ah, 100%. Da nehme ich mal an, dass es wieder Luis ist. Oder Elisabeth. Elisabeth ist auch sehr glücklich gerade. Schön, schön. So, weg. Weg. Wenn ich weggehe, muss ich erst einen anderen Bewohner auswählen. Jetzt ist es weg. Wir haben die Produktion maximiert. Gute Arbeit. Ja, das, was die so ein bisschen sabbeln hier, das ist an und für sich auch nicht wirklich wichtig. Also, ich erzähle nur manchmal, dass die Produktion hinkt oder sonst irgendwas. Das stimmt alles nicht so ganz. Ups. 39%. Shit. Ich hab doch noch die Pistolen. Dann verteile ich die mal. Das wird nicht so lange dauern. Hier gibt's Strom. Ich glaube, eine Dame hole ich mir zurück für P. Ah, sieh hier. Weil P ist doch ganz schön eng. Und deiner sind nur zwei. Hier gibt es ein bisschen Stufengeld. 50%, werfen wir die Münze. Kein Glück. Jetzt gibt es ein Feuerchen. Ja, dann holt euch mal ein paar Würste aus dem Diner, dann könnt ihr hier ein bisschen rumgrillen.
Oh nein, ein kritischer Fehler in der Produktion. Das sagt ich, das ist jetzt auch nicht in Bezug auf das Feuerchen. Das ist einfach random. 61%. Kann klappen. Kann klappen. Kann klappen. Seht ihr? Kann klappen. Oh, wir haben einen Auftrag, 10 Tempomodis zu bestehen. Gucken wir mal. Ja, 10 Tempomodis. Rüste 5 Bewohner mit einem Outfit aus. Verkaufe eine Waffe im Outfit. Ja, 221. Das ermöglicht mir doch bestimmt den nächsten Aufzug. Nee, der nächste kostet schon 300. Eieiei. Gut, dann können wir da bestimmt hier noch ein bisschen was rausschlagen. Oh, come on. 31%. Ah, sie rennt weg. Die beiden ballern. Und die beiden Pistolen wieder einsammeln. Ah, er hat auch eine Waffe. Wieso hat er auch eine Waffe? Hat ich schon so viel? Sie kommt wieder zurück. Er hat eine Puste und er hatte eine Puste. Ja, das ist auch immer so ein Ding, das im Auge zu behalten, wer da gerade was hat. Ich meine, bei den Rüstungen oder bei den Outfits sieht man es, ja. Aber bei den Waffen wird es manchmal ein bisschen unübersichtlich. Den nächsten würde ich gerne machen. Musst du mal weg. Dann muss ich den wieder wegklicken, leider. Und dann kann ich auf Tempo dazu greifen. Sehr schön. So, dann können wir uns den nächsten Aufzug leisten. Und auch beim Aufzug, ihr müsst mal jetzt hier oben auf diesen Strich, auf den Nippel achten. Gleich, Moment. Bauen. Der müsste auch ein kleines Stück nach rechts dann rutschen. Ey, hör mal auf. Achso, Felsen, ne? Nee, hat er den jetzt gebaut? Den hat er jetzt gebaut, den habe ich gar nicht gesehen. Und den Nippel habe ich auch nicht gesehen. Komisch. Ganz komisch. So, sie ist versorgt sozusagen und sie möchte auch P machen. Dann können wir. Sie kann P und S, dann. Ups. Dann geht sie nach S. Und sie geht nach P. Also immer in Bezug zu den jeweiligen Räumen. Hier brauchen wir ja S, hier brauchen wir ja P und im Diner brauchen wir ja A. So, Stufengeld. So, ihr braucht 2 Minuten 29 und wir haben keinen Zeitdruck. Ja, 62% sind ein bisschen hoch, da machen wir mal nicht weiter. Hier haben wir mal, oh, 6 Sekunden, die warten wir mal ab. Na? Da ist es. Her damit. 2 Minuten 25, wir sind auf 70%, da wollen wir auch nicht weiter grinden. So, was ist hier? Diner. Diner war ja immer so. Hat noch ein paar Mal Pech gehabt. Weil die beiden Damen, die haben noch nicht wirklich viel Glück gehabt, ne? Die hat Glück 1 und auch Glück 1. Also, das war wirklich Glück, dass wir eben Glück hatten. Na, gibt's ein Feuerchen. Oh, ein bisschen Kakerlake. Kommt hier. Da fein gemacht. Waffen her. Da habe ich eine Stufe mit dabei. Gut, dann können wir insofern erstmal nicht mehr weiter grinden. Ja, dann gucken wir uns mal den Raum einer Totalen an, weil mit diesem Clipboard sehen wir alle Leute. Und hier sehen wir auch, dass 4 von 4 Leuten drin sind, also dass der Raum voll ist. Lebensenergie ist überall da. Special 2, Special 3, Special 2 und Special 5. Wohl, Lebensenergie? Ne, das sind ja die Stufen hier, das ist ja nicht Lebensenergie. Lebensenergie ist ja hier. Alle check. So, kontrollieren wir mal, ob die alle im P einigermaßen sind. Ja, P3, P2 und P5. Auch gut. So, hier sind wir dramatischst unterbesetzt. Aber letztlich, solange das hier nicht in dem Bereich kommt, ist das auch nicht so schlimm. So, kann A2 und auch kann A5.
Auch alle Dudes. Und das füllen wir ja wieder auf. Hier sind ja die beiden, die uns praktisch noch fehlen. Denn 3 Stunden haben wir ja auch Nachwuchs. Und bis dahin sollten wir auch zusehen, dass wir ein bisschen Kohle reinbekommen haben. Ja, was Kohle jetzt zu generieren, funktioniert ja entweder, wenn wir hier raufklicken und mit Glück ein paar Bottle Caps dazu bekommen. Das passiert ja wie gesagt nicht immer. Das ist ja auch von dem Glücksfaktor abhängig. Mal gucken wir uns mal den Glücksfaktor generell an. 1, 2, 1. 1, relativ schlecht. Ah, der hat auch keine Bottle Caps. Hier haben wir 1, hier haben wir 2, hier haben wir 1 und hier haben wir 1. Also am Glück müssen wir generell ganz schön arbeiten hier. Na, die beiden waren ja 1. Ne? Nicht so schön. So, wir sind doch mittlerweile voll. 18 von 18 Bewohner haben wir. Glück. Am meisten Glück hat die Gloria Murray aus der Wasserbehandlung. Dann gibt es noch 1, 2, 3, 4, 5 mit zweimal Glück. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, so viel. Doch, ein Haufen Leute wenigstens 2 Glück. Der Rest hat alles nur 1. So, die beiden sind. Ah, hier funkt es langsam. Dann haben wir das praktisch abgeschlossen. Dann hat er die 3 gemacht. Ja, sorry, wenn ich das so pragmatisch ausdrücke. Hat die 3 gemacht. Das soll auch nicht chauvinistisch irgendwie sein. Frauen sind eine ganz tolle Sache. Und ich finde doch ehrlich gesagt nicht so toll von diesem Game, dass das so funktioniert, dass man die praktisch hintereinander wie Patronen in einem Patronengurt beim Maschinengewehr hier einfach aufstellt, die Frauen, und dann einer über die alle sozusagen drüber geht. Das finde ich ist nicht optimal gelöst. Da könnte man auch irgendwie eine Pärchenfindung machen, weil es gibt hier noch Kerle und hier noch Frauen hier. Aber da das sich nun mal so anbietet, wird das der Spieler nun mal machen, weil der Spieler fängt ja noch nicht an, oh, die Heidi mag den Peter und der Siegfried mag die Roy. Das wird alles nicht, also das wird kaum einer machen, denke ich mal. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte von Bethesda her hätten da andere Überlegungen stattfinden sollen. Weil letztlich, ich meine, das hört sich blöd an, das spielen Kinder. Ob Kinder das nun übernehmen, dass Kinder irgendwann in ihrem Arbeitsumfeld mit allen Frauen schlafen, um sie schwanger zu machen, das will ich mal dahingestellt lassen. Aber letztlich ist das ein Modell, was hiermit beworben wird. Und das muss doch auch nicht sein. So, aber genug mit dieser Kritik. Ich wollte es nur mal loswerden. Nur mal, um meinen eigenen Standpunkt so ein bisschen mitzuteilen. Weil letztlich tun die hier wie in so einer Sekte. So, hier wieder seid ihr auf dem Rückweg. 1 Stunde, 1 Minute. 1 Stunde, 33 Minuten. Dilidit. Nächste, die nächste. Keine 5 Minuten her, die andere. Was soll man davon halten? So, jetzt ein bisschen Messer und Gabel für uns. Sind wir hier mittlerweile wieder an die 50%? Ne. Cooldown dauert lange. 60%. 51, kommt mit jetzt. Jawohl, so wollen wir es sehen. So wollen wir es sehen. Was gibt es hier sonst noch irgendwas zu zeigen? Den haben wir. Hier gibt es die Lunchboxen. Hier haben wir unsere Aufträge. Ach, wir könnten praktisch hier so ein bisschen den hier mal machen. Gib mir mal eine Klamotte. Hier kriegst du die. Ach, das wäre nur eine Klamotte, die Männer anziehen können. Schleichen wir uns einfach hier den nächsten Auftrag. Ach so, wir müssen ja ausziehen vorm Anziehen. Ganz vergessen. Mal Strom her. Zack, du ziehst das Ding auch wieder aus. Dann kriegst du das mal kurz. Den Wanderanzug. Was los? Warum registriert er denn das nicht? Rüste 5 Bewohner mit deinem Outfit aus. Na, auch selten, dass hier oben mal Kakerlaken befallen, so eine Baracke. Das hat man selten. Ach, behaltet doch die Waffen. Macht doch, was ihr wollt. So, gib mal wieder her. Schließen. Irgendwie will das nicht so funktionieren hier mit M Aufzug den Auftrag, mit M Anzug den Auftrag erledigen. Das hat normalerweise eigentlich recht gut funktioniert. Wurde ich hier durchschaut? Hat mich das System jetzt auf
die rote Liste gesetzt. Achso, nee, er sollte den ja haben. Er ist ja an und für sich ja unser Don Juan. Und Don Juan unterstützt nur noch. Weil diese Kutte ja auch Charisma verstärkt. So, Madame. Wo willst du hin? Quo Vadis. Auf nach A. Also das ist jetzt auch sehr zufällig, dass sich hier drei Damen im Diner aufhalten. Es ist nicht meine Einstellung, dass Frauen nur in die Küche gehören. Nur mal so. Auch die Kinder sind ja alle weiblich. Oh Mann, kann ich mich aber schön rausreden hier. Meine Herren. What a game. Auf was für Ebenen man an dieses Game herangehen kann, ne? Was man da alles noch so reininterpretieren kann. Wie auch immer, ich quatsch mich hier im Kopf und Kragen, ist ja aber auch nicht so schlimm. Leute, ich denke, ihr wisst, wie das gemeint ist. Und an diesem Punkt meine ich, dass diese Episode ein Ende hat. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder reingeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Genauso würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und wenn ihr den Kommentarbereich benutzt. Lese ich immer wieder gerne, beantworte ich auch immer wieder gerne. Und da kommt auch ab und zu mal die eine oder andere gute Idee bei rum. Ja, ansonsten... einen wunderschönen Tag für euch.